Und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodem zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja. Im letzten Part haben wir genau an dieser Stelle aufgehört. Nun geht es weiter Richtung Top 4. Wir haben alle 8 Urnen gesammelt und ja. Nun machen wir uns auf Richtung Top 4 auf dem Dernierweg. Hier werden uns bestimmt noch einige Trainer begegnen. Ja, auf Route 21, auch bekannt als Dernierweg. Also Dernierenweg, wenn man so haben will. Gut, ich versuche mich mal hier durchzuschleichen. Ja. Hier lang. Ich habe mich aber vorbeigeschwurmelt an den Trainern. Ich weiß, ich hätte eigentlich noch die Trainer nutzen können, um ein bisschen für die Arena zu üben, aber... Ja. Was ist mit dir? Du versperrst den Weg. Dieses Tor ist der Zugang zur Siegesstraße. Nur Trainer im Besitz aller 8 Arena-Ohren wird hier Zutritt gewährt. Mal sehen, wie viele Ohren du hast. 1, 2, 3, 4. Fantastisch, alle 8 Ohren. Okay, willst du mich verarschen? Gut, dann lass mich mal überprüfen, ob du auch hältst, was du versprichst. Was? Ach du Kacke. Der fordert mich hier gleich mal raus. Alter, versperrst dir den Weg und forderst mich dann auch noch zum Kampf heraus. Alter, ich zeig dir ja. Zeig dir jetzt mal, was eine Hake ist. Das ist. Ich mach dich platt hier. Du sollst lediglich das Tor hier schützen vor kleinen Arenaleitern, die mit nur einem Ohren dahin wollen. Du sollst die nicht einfach bekämpfen und dann hier noch wieder nach Hause schicken. Naja, nach Hause schicken sollst du sie schon, aber bitte nicht K.O. Das ist nicht dein Job. Das ist die Job der Top 4. Mann! Wie viele Pokémon hat der? 3, das ist ja hier noch ein Arena-Kampf, das könnte ich gleich 9. Ohren kriegen von denen. Steigungshieb. Regen wir uns nicht lange darüber auf und machen den einfach platt, das ist... Sag mal, was geht denn bei dem Pokémon, das ist... Ich habe jetzt alle Attacken eingesetzt, die irgendwie bei Jason gehen, aber... Los, Body Slam! Das ist... Ist das aus Diamant oder was? Was ist denn das für ein scheiß Pokémon hier? Rokara. Kann ich mir das irgendwo anschaffen? In diesem Level? Nitro-Ladung. Sag nicht, das ist auch noch feuerresistent. Oh ja, das ist es. Oh man. Was ist das? Was geht hier? Vorsicht. Da kannst du eine Atombombe draufschmeißen auf das Teil. Das geht einfach nicht sterben. Das ist einfach mal resistent gegen alles. Netzbeermankus wurde besiegt. Ja, was soll ich denn hier machen? Und er hat dann noch 2 andere Pokémon, die genauso sind hier. Na gut, dann flieg mal ein bisschen. Hau ab, flieg weg. Das ist... So ein Assi-Pokémon will ich auch haben, das ist...
Das ist geil, das will ich auch in meinem Team haben. So was in den Top 4 und dann. Das kannst du doch nicht besiegen, das ist der. Schafft der gegnerische Arena-Leiter doch. Der Top 4-Leiter noch nicht. Der beißt sich daran die Zähne aus, das ist. Das, was ich brauche. Ja, er hat mal gegrillt. Mit Blitzen gegrillt. Gut, Christoph, ich glaube, du bist hier ganz aktiv. Ich habe das Wort vergessen. Effektiv, genau. Effektiv war's. Mega-Entwicklung und Aquawelle, genau so. Entwickelt sich zu Mega Christoph. Mega Totox setzt Strauchlein, nee, das macht Pikachu. Mega Christoph setzt Aquawelle ein. Mega Christoph. Christoph erhält 2626 EP-Punkte. Ja. Z-Darking. Und Z-Darking versus Mega Christoph. Da ist jetzt für immer so Mega Christoph. Okay, das hätte ich aber wissen müssen. Gut, Schädelwummer vielleicht, wenn du nicht schon in der nächsten Runde besiegt bist. Ja, so geht's natürlich auch. Gut, die Welte. Dich habe ich beim Arena-Leiter gar nicht eingesetzt. Dann ist das jetzt deine Chance, dich zu beweisen. Dunkelaura von Welte wirkt. Gut, man wird mal sagen, Unheil schwingen. Karams! Haut's doch rein. Eisstrahl. Habe ich das nicht auch geschenkt bekommen von dem Arena-Leiter? Na gut, ich habe aber kein Eis-Pokémon, das einsetzen könnte. Finsteraura. Finsternis. Z-Darking wurde besiegt. Naja, dann. Konnte ich mich doch nicht um alle Trainer herumschleichen. Ihr seid für die Zukunft gewappnet. Schreitet Sieg um Sieg voran. Netzbewerben gewinnt 5700. Poké Donner und geht siegreich aus diesem Kampf, aus diesem nervigen Kampf hervor. Ausgezeichnet, lass es mich bitte erneut sagen. Ausgezeichnet. Möge der Weg, den du mit deinen Pokémon beschreitest, mit Glück und Ruhm gepflastert sein. So, jetzt muss ich noch mal ein Wörtchen mit dir reden, das ist. Dann geht nicht, dass du dich hier einfach in den Weg stellst und einfach Leuten hier aufs Maul haust, wenn die hier durchhauen. Das ist, kannst denen sagen, haut ab. Ihr seid noch nicht. Kannst den Job eines Türstehers machen, also euch lasse ich nicht durch. Ja, mit den Schuhen kommst du hier nicht rein, aber die einfach hier mit dem Kampf zu überraschen. Nee, Leute, das geht nicht. Hier sind die ganzen Ohren aufgelistet. Aufgestellt. Müsste das der erste sein, wenn ich richtig liege? Das der zweite, das hier der dritte, das der vierte, das der fünfte, das der sechste, das der siebte und das der achte, den wir gerade gemacht haben. Gut. Oh. Das wird episch. Es werden alle Ohren gemeint. Da kommt man nur durch, wenn man alle Ohren hat. Dann, was macht's dann der Türsteher dort? Was macht der Türsteher? Man sowieso alle acht Ohren braucht, um hier eine Wand durch die Wand zu kommen. Eine Treppe. Gut. Weiter geht's. Siegesstraße. Ja. In der Siegesstraße kann man sich, glaube ich, sowieso nicht behaupten, wenn man nicht alle Ohren hat. Das ist. Dazu muss man halt irgendwie ein bisschen was drauf haben. Schlurp! Du bist abgeleckt. Ach so, ich habe hier nur zwei Pokémon.
Ob ich das so schaffe hier, werden wir ja sehen. Und ich das hier schaffe, durch die Siegestraße zu kommen. Sag mal, habe ich einen Schutz mit? Das wäre doch sehr effektiv hier, ne? Hier ein Schutz, aber nur ein Schutz, also nur wirklich, wirklich nur ein Schutz. Na, den kann ich ja zumindest einsetzen. Oha, gleich der erste Trainer hier auf der Siegestraße. Ich will doch nur mit meinen Pokémon abhängen, aber ständig fordert uns jemand zum Kampf heraus. Was? Ich fordere dich zum Kampf heraus? Du forderst doch gerade mich zum Kampf heraus. Ich will dich nicht zum Kampf herausfordern. Ich will da einfach weiter. Mann! Bist du etwa auch gekommen, um uns den Tag zu verderben? Nein, Mann, ich will einfach nur weiter. Lass mich doch durch, du musst nicht gegen mich kämpfen. Eine Herausforderung von Ast-Trainer Leandra. Ja gut, wenn du es so willst, dann mach ich dich halt platt. Unheil schwingen. Mach es platt. Ja. Tja. Dreckslös. Finster Aura. Oder auch so. Essie. Und dann besiegt. Ja. So kann man da auch was sehen. Lucario. Mach du mal hier das da. Deine, mein Lieblingsattacke. Aura Sphäre. Ja, siehste, geht doch. Snibuna wurde besiegt. Lucario als 2301 EP und Lucario erreicht Level 56, aber ist leider das letzte Pokémon in unserem Team. Ob ich das weiterhin aushalten werde, ist noch nicht klar. Aber ich gewinne erstmal 6000 Pokédollar. Und gehe siegreich natürlich aus dem Kampf hervor. Gut, das Wasser schlägt Wellen. Möchtest du Surfer einsetzen? Na klar. Ich muss hier irgendwie rüberkommen. Los, Christoph! Und was ist mit meinem Schutz? Ist das schon vorüber? Quaputzi, ich würde gerne fliehen. Ja. Ich durfte fliehen. Und drüben. Gut, wie komme ich jetzt hier am blödesten rüber? Ein riesiger Felsen. Ein Pokémon könnte ihn vielleicht zertrümmern. Kann ich irgendeinem Pokémon hier zertrümmern beibringen? Was? Ich habe gar keinen Zertrümmer. Ich habe das VM gar nicht. Oha. Ja, dann muss ich wohl oder übel gegen den Trainer dort kämpfen. Obwohl ich nur noch ein Pokémon habe. Los, Lucario! Flieh gleich wieder. Wir können uns sonst nicht leisten, gegen ein wildes Pokémon zu kämpfen. Du bist entkommen. Auch wenn ich dir sehr vertraue, Lucario, aber... Und wir müssen noch einige Kämpfer besiegen. Du hast doch nichts dagegen, wenn mein Stardos im Kampf gegen dein Team Erfahrung sammelt. Doch, das habe ich. Da habe ich was dagegen. Stardos. Der hat drei Pokémon. Der hat einfach drei Pokémon und ich habe ein Pokémon. Ich bin sowas von im Nachteil. Das ist ein unfairer Kampf. Naja, gut, ich darf mich nicht beschweren. Ich renne sonst mit 6 Pokémon rum und ja, andere mit einem Pokémon. Gut, ich halt die Schnauze. Elektroball. Oh, das habe ich ja auch noch nie gesehen in dem Spiel, glaube ich. Lichtschild.
Nun ja, man könnte vielleicht mal Nahkampf einsetzen, die neue Attacke. Vorausgesetzt, wir überleben das jetzt. Nein, wenn das nicht episch aussah, dann weiß ich auch nicht. Elektroball wurde besiegt. Los! Wir haben den nächsten. Ich werde jetzt mal weiterhin Nahkampf einsetzen. Oh, Krankengama, das kenne ich doch aus. Pokémon Mystery Dungeon. Teamhimmel. Glaube ich zumindest. Teamhimmel oder Teamblau? Keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Dein Team ist viel zu erfahren für das meine. Das wäre bei den Gewinn 5700 Poké-Dollar und geht sich gleich aus diesem Kampf hervor. Gut, weiter geht's. Oha, oha, oha. Ja, war so klar. War so klar. Dass das nicht. Barfuß zu laufen hat mich abgehärtet. Davon kannst du dich selbst überzeugen. Gut, ach, zum Glück noch ein Pokémon. Machomai! Los, Lucario! Gut, noch einmal Nahkampf. Das schaffst du. Oha, oha, das wird eng, das wird eng. Nein! Lucario wurde besiegt. Ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr. Oh nein. Ich gehe zu Boden. Mir wird schwarze Augen.